Fossile Energieträger wie Braun- und Steinkohle bilden noch immer die stärkste Säule unserer Energieversorgung. Vergangenes Jahr deckte Kohle rund 29% des weltweiten Primärenergieverbrauchs, nur Öl hat einen noch höheren Anteil. Auch in Deutschland ist Kohle im Jahr 2009 immer noch der wichtigste Energieträger. Gut 22% der Primärenergie und 43% des Stroms kommen aus Braun- und Steinkohle. Die Verstromung von Kohle beruht auf der Technologie der Dampfkraftwerke. Das hört sich erstmal sehr antiquiert an, hat natürlich auch schon eine lange Historie, aber es wurden in den vergangenen Jahren doch, sagen wir mal, sehr große Fortschritte erzielt. Es werden heute die neuesten Kohlekraftwerke, die weisen einen Wirkungsgrad von, sagen wir, 45, 46, in Dänemark auch 47% auf. Und es gibt bereits auch Planungen, dann noch höhere Wirkungsgrade in der Größenordnung von etwas über 50% zu erzielen. Durchschnittlich liegt der Wirkungsgrad von Kohlekraftwerken in Deutschland heute bei 38%. Eines der modernsten Braunkohlekraftwerke betreibt das Energieunternehmen RWE in Niederaußem bei Köln. Dank optimierter Anlagentechnik besitzt das Kraftwerk einen Wirkungsgrad von 43%. Das grundlegende Prinzip der Stromgewinnung bleibt aber unverändert. In diesem Modell sehen wir hier ganz deutlich den Feuerraum. Und dieser Feuerraum von hier unten, 0 Meter, bis zum Bereich Beginn der roten Rohre, haben wir eine Höhe von 72 Metern. Bis zur Kesseldecke haben wir 157 Meter. Die Braunkohle wird in einer Mühle gemahlen und getrocknet und dann auf einer Höhe von 20 Metern in den Kessel eingeblasen, wo sie bei Temperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius verbrennt. Das Wasser wird auf 7 Metern in den Kessel gepumpt mit einem Druck von 280 Bar und einer Temperatur von 60 Grad Celsius und ist in dem gesamten Bereich, wo wir grüne Rohre sehen, noch flüssig und an dem Übergang von grün in rot verdampft das Wasser bei 280 Bar. Das Wasser wird dann wieder in den Kessel geführt und dann weiter erhitzt, bis wir eine Temperatur von 550 Grad haben und wird dann zur Turbine gegeben. Der überhitzte Dampf durchströmt daraufhin die auf einer Welle angeordneten Schaufelreihen einer Turbine. Ein angeschlossener Generator wandelt die Drehbewegung der Turbinenwelle in Strom um, der dann ins Versorgungsnetz eingespeist werden kann. Wir verfeuern pro Sekunde rund 280 Kilogramm Kohle und erzeugen damit eine Leistung von 990 bis 1000 Megawatt. Das ist leicht abhängig von dem Wassergehalt, der in der Kohle ist und wie viel Energie wir dazu benötigen, um diese Kohle zu trocknen. Der hohe Wassergehalt von Rohbraunkohle verschlechtert die Verbrennung der Kohle. Um diesen Nachteil gegenüber der Steinkohle auszugleichen, wird Braunkohle vor dem Verbrennen getrocknet. In konventionellen Braunkohlekraftwerken passiert das mit 900 bis 1000 Grad Celsius heißen Rauchgasen. Diese stammen direkt aus dem Kessel und fehlen damit im Kraftwerksprozess, zulasten des Wirkungsgrades. Im Kraftwerk Niederaußem testen Ingenieure deshalb ein neues Trocknungsverfahren. Die Wirbelschichttrocknungsanlage funktioniert so, dass Niederdruckdampf verwendet wird. Und in einer Wirbelschicht, wo die Braunkohle aufgewirbelt wird, mit Hilfe von diesem Niederdruckdampf aufgeheizt wird. Das Wasser, was in der Braunkohle enthalten ist, verdampft. Und die Wirbelschicht über einen Kreislauf von diesem Dampf am Leben gehalten wird und sich damit praktisch selber trocknet. Also die Braunkohle wird mit Wasserdampf getrocknet, auf Wassergehalte von 8 bis 12% ungefähr. Durch die WTA-Technologie und die Möglichkeit, auf einem niedrigeren Temperaturniveau die Kohle vorher zu trocknen, wird der Wirkungsgrad eines Braunkohlekraftwerks um 4 Prozentpunkte gehoben. Mit der Trocknung entzieht man den Wasser an dem Brennstoff. Man kann eine Verstromung mit einem etwas höheren Wirkungsgrad erzielen. Und man kann auch noch die Brüden, die bei der Trocknung entstehen, kann man kondensieren und diese Wärme dann wiederum mit einer Wärmepumpe in den Prozess zurückkoppeln. Das führt dann dazu, dass
Braunkohle, die in der Vergangenheit gegenüber Steinkohlekraftwerken einen Wirkungsgradnachteil von 2 bis 3 Prozentpunkten haben, auf einmal einen Wirkungsgradvorteil von etwas über 2 Prozentpunkten aufweisen können. Da wurden erhebliche Fortschritte erzielt, sodass man es heute sagen kann, also man kann vielleicht in der Zukunft mit Braunkohle dann wirklich Wirkungsgrade größer als 50% erzielen. Damit in Kohlekraftwerken immer mehr Energie aus der gleichen Menge an Kohle gewonnen werden kann, müssen die verschiedenen Kraftwerksprozesse wie im Fall der WTA-Technik optimiert werden. Die wichtigste Maßnahme ist, dass man höhere Dampfdrücke und höhere Dampftemperaturen realisiert und nach den Gesetzen der Thermodynamik führt das dann zu höheren Wirkungsgraden. Übliche Dampfzustände bei neuesten Kohlekraftwerken liegen heute in der Größenordnung von 600 Grad Celsius. Die Drücke liegen bei knapp 300 Bar, also 300 mal der Atmosphärendruck. Und das ist im Vergleich zur Vergangenheit eine deutliche Steigerung. Und man geht davon aus, dass man mit nochmals neuen Stählen, mit sehr teuren Legierungen, Dampftemperaturen in der Größenordnung von 700, 750 Grad und noch etwas höheren Drücken, sagen wir bis von 350 bis 400 Bar dann realisieren kann. Damit ließe sich der Wirkungsgrad wieder um einige Prozentpunkte steigern. Neben den Dampfparametern gibt es noch zahlreiche andere Ansatzpunkte, um Kohlekraftwerke noch effizienter zu machen. Darüber hinaus wurden eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen realisiert, um Verluste zu begrenzen, sagen wir Gebläseleistungen zu reduzieren, Mühlenleistungen zu reduzieren, die Abgastemperatur noch etwas weiter abzusenken, den Luftüberschuss zu reduzieren. Also es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die sagen wir zu diesem Wirkungsgrad von heute 46-47% beitragen. Aber in der Technik gibt es eigentlich, sagen wir mal, keine feste Grenze, weil ich meine, es ist nicht irgendwo vorgegeben, hier ist die Grenze erreicht und hier haben wir keine Materialien mehr. Das ist eine stetige Entwicklung und es wird immer noch ein bisschen etwas höhere Wirkungsgrade drin sein. Aber wir haben natürlich schon ein Niveau erreicht, einen Wirkungsgrad von 50% für Kohle erreichen können, dann ist das eine Größenordnung, die früher unvorstellbar war. Ein derart hoher Wirkungsgrad macht moderne Kohlekraftwerke sicherlich zu attraktiven Energiequellen. Doch egal wie effizient man fossile Energieträger auch verfeuert, ein Makel bleibt. Neben Schadstoffen wie Schwefeldioxid, Stickoxiden und Staub fallen auch große Mengen an Kohlendioxid an. Nicht zuletzt deswegen ist ein steigender Anteil an erneuerbaren Energien wünschenswert. Ich halte es für technisch für machbar, in 2050 eine Vollversorgung auf Basis der Erneuerbaren zu erzielen. Ich halte es aber für teuer. Und ich halte ein sinnvolles Zusammenwirken von fossilen Energieträgern und auch erneuerbaren Energieträgern für kostengünstiger. Das heißt, mit in dem Zusammenwirken können wir für eine gewisse Stabilität in dem Netz sorgen, ohne dass wir, sagen wir mal, extreme Aufwendungen auch für diese Speicherung dann treiben müssen. Denn Wind- und Sonnenenergie liefern in manchen Zeiten zu viel, in anderen zu wenig Strom. Diese Schwankungen im Stromnetz ließen sich zwar mit Stromspeichern abfangen, wie diese im großen Maßstab realisiert werden, ist bislang aber noch unklar. Fossile Energieträger sind natürlich gespeichert, ist chemisch gespeicherte Energie. Und man kann diese auf Bedarf abrufen und die können dann dazu dienen, dass in Zeiten, in denen quasi Energie benötigt wird und nicht durch Wind bereitgestellt werden kann, dass diese dann zur Verfügung stehen und für die Stabilität, für die Sicherheit des Netzes sorgen. Und von daher also halte ich es erstens in einer Übergangsphase für notwendig und eigentlich unvermeidlich, dass wir fossile Energieträger, Kohle und Gas einsetzen. Und ich halte es aber auch in einer Phase in 2050 zum Beispiel nach wie vor für sinnvoll, dann auch nach wie vor einen gewissen Anteil, aber einen kleinen Anteil an fossilen Energieträgern einzusetzen. Wie hoch dieser sein wird, darüber kann man sich noch streiten.
Im zweiten Teil unseres Films erfahren Sie, was bereits getan wurde und was in Zukunft getan werden könnte, um Kohlekraftwerke klimaverträglicher zu machen.